So, Freunde, falls ihr noch günstige Ultimate Team Münzen braucht, dann schaut mal in die Beschreibung bei meinem Sponsor agolda.com vorbei. Dort findet ihr einen schnellen, günstigen und sicheren Service und ihr könnt den Code GBTV für einen 2% Discount benutzen. Link in der Beschreibung. Yo Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge FIFA 16 Spieler Predictions mit mir, dem Simon von den Gamer Brothers. Und ihr seht's, heute ist auch mal die Facecam ein bisschen am Start, ein bisschen kleiner als sonst. Aber ich denke mal, mit Facecam ist das Ganze schon ein bisschen cooler, wirkt einfach persönlicher, sonst konnte diese Spieler-Prediction von jedem sein. Aber die ist ja von mir, von daher heute mal wieder mit meiner Fratze am Start. Und wir haben heute 3 Real Madrid-Spieler, in der ersten hatten wir 3 Barcelona-Spieler. Da möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich für euer Feedback bedanken. Das war echt cool, muss ich sagen. Ich habe zum Beispiel den Spoiler aus dem Thumbnail rausgenommen und jetzt die offiziellen FIFA 16-Karten mal hier genommen, die ja jetzt schon released sind. Qualität von denen ist nicht ganz so geil und die Spielerbilder konnte ich auch nicht ändern, weil ich das Ganze von der Website foodwhisk.com habe. Und da kann man dann irgendwie nur die Bilder, also die Spielergesichter, so ganz komisch über den Webbrowser ändern und da blicke ich nicht durch. Egal, wir kommen zu dem ersten Spieler. Das wird heute Gareth Bale sein und den schauen wir uns jetzt mal an. Beim 87er Rating bin ich geblieben, trotzdem habe ich das ein oder andere Down- und Upgrade vorgenommen. Tempo ist, denke ich mal, gleich. Bale ist eine Rakete, da sind wir uns alle einig. Schießen, der macht Freistöße, der, also 83 für mich völlig in Ordnung. Bei Passen und Dribbeln bin ich jeweils einen runtergegangen, weil Bale, das muss man auch sagen, nicht so die geile Saison gespielt hat. Also er war jetzt nicht sonderlich schlecht, aber von einem Bale erwartet man normalerweise mehr. So kann man eigentlich ganz gut mit Neymar vergleichen, der ja auch dieses Jahr nochmal ein Stück mehr abgegangen ist. Von daher Passen und Dribbeln ein weniger. Defensive 2 weniger. Hat jetzt gar nicht viel mit seinen Leistungen zu tun, sondern einfach nur, er spielt ja wirklich rechts vorne. Und da macht er nicht mehr viel mit Defensive. Er ist ja, glaube ich, mit 74 Def nach Real damals gekommen. Als er von Tottenham kam, hat er ja auch ein bisschen Defensive gespielt. Aber mittlerweile braucht er die Def einfach nicht mehr, weil er ja auch das nicht mehr nutzt. Ansonsten habe ich noch Physical plus 1 gegeben. Ich denke mal, ihr kennt diese Bale-Transformationsbilder, was der mittlerweile für Arme und Beine hat. Ich denke mal, da ist Physical plus 1 relativ in Ordnung. Der hat nochmal ordentlich an Stärke zugelegt. Von daher ist das meine Prediction für Bale, bleibt bei 87, aber hier die ein oder andere Änderung. So, kommen wir auch schon zu One and Only Cristiano Ronaldo. Da habe ich eine 93er Wertung gegeben, das heißt the Total Upgrade plus 1. Ansonsten dann noch ein paar Upgrades natürlich auch in den Stats gegeben. Für ein Upgrade muss man natürlich auch beim Simon was tun. Und natürlich auch in FIFA, ist ja eine Prediction. Tempo habe ich so gelassen. Für mich ist ein Bale einfach noch einen Tacken schneller, muss man einfach so sagen. Aber trotzdem Schießen plus 1, weil er wirklich nochmal mehr Tore gemacht hat und das muss man erstmal schaffen. Passen plus 1, weil er jetzt auch dieses Jahr noch ein paar mehr Assists gegeben hat. Dribbeln plus 1, einfach weil, Leute, das ist Ronaldo. Warum hat Ronaldo 91 Dribbling? Das verstehe ich nicht. Ich glaube, Ribéry hat 92 oder so. Ronaldo kann doch alles am Ball. Der gibt dir den Ball nicht auf den Bierdeckel. Warum hat er nur 91 Dribbling? Kann ich nicht verstehen. Könnte ich sogar 93 nachvollziehen. Aber gut, ich habe hier mal 92 gegeben. Defensive, ja, keine Ahnung, ist unnötig. Habe ich so gelassen. Physics plus 3 aus dem Grund, weil Ronaldo auch nochmal mit dem Kopf deutlich zugelegt hat. Ich finde, der ist nochmal übelst kopfballgefährlicher geworden. Und wenn es in dem Physikwert drin ist, was ich glaube, sollte er auch noch da ein Upgrade bekommen, weil dieses Jahr auch sehr viele Kopfballtore gemacht, alleine gegen Schalke waren es 2 oder 3 Stück, ich bin mir gerade nicht sicher. Auf jeden Fall sollte der da auf jeden Fall auch noch mal ein Upgrade bekommen. Von der Physik plus 3 ist er noch ein bisschen schwieriger vom Ball zu trennen mittlerweile, von daher 93er Gesamtupgrade finde ich einfach gerecht, denn wenn Messi 94 bekommt, sollte Ronaldo 93 bekommen, der hat dieses Jahr nochmal übelst rasiert, wieder Spieler des Jahres. Ich denke mal, da muss man nicht so viel zu sagen. So, dann nächster Spieler und der ist so ein wenig das Überraschungsei in dieser Episode. Es ist Lucas Vázquez, der ist gewechselt von Espanyol zu Real Madrid. Ein junger Spieler, aber mit übelster Perspektive. Und ja, hier gibt es ein Upgrade plus 9 auf 74 Silber. Ich denke mal, der wird einer der Silberkarten sein. Hat doch momentan bei aktueller Karte, glaube ich, auch schon 273, wenn ich mich nicht täusche. Wer von euch Karriere spielt, der sieht das ja. Ist auf jeden Fall nach Real gewechselt für 5 Millionen. Übelstes Schnäppchen, Leute. Ich glaube, den Namen sollten wir uns mal merken. Richtig krasser Jugendspieler. Tempo plus 4. Schießen plus 7. Also ich habe mich da ein bisschen mal in den aktuellen Kadern umgeschaut. Passen, da soll er richtig gut sein. Plus 16 auf 75. Dribbeln auch so, ja, dribbeln und passen. Also es erinnert so ein bisschen an Ribéry. Sind so seine Spezialgebiete. Da nochmal plus 11 auf 77. Defensive plus 3, weil 25 ist einfach ein bisschen wenig. Ich meine, so eine Karte und dann nehmen wir nur 25 Def. Finde ich jetzt ein bisschen krass. Ich bin jetzt einfach mal auf 28 hochgegangen. Aber der Def-Wert ist bei offensiven Spielern sowieso immer, da weiß man sowieso nie, was passiert. Und der Def nochmal plus 3 und Physik nochmal plus 2, weil der ist zwar ein kleiner, quirliger Spieler,
Aber ich denke mal, bei Physik wird er auch noch mal ein bisschen zugelegt haben, zumal ja 65 wirklich so eine, ja, hier ist ein guter Silberspieler und wir wissen, dass der, hier ist ein kleiner Silberspieler und wir wissen, dass der ein bisschen schnell ist, hier geben wir mal ein paar Werte und dann kriegt er halt 56 Physik. Ich denke mal, dieses Jahr werden sie sich ein bisschen mehr auseinander mit ihm gesetzt haben. Von daher gibt es hier nochmal den einen oder anderen Feinschliff für Lucas Vázquez. Für mich eine 74er Rating, ich denke mal, Gold wird er nicht. Ich glaube, bei der Demo hatte er auch 74, bin mir aber nicht sicher. Auf jeden Fall war er da auch schon im Real Madrid-Kader, ist ja klar. Und ja, das war's dann heute mit meinen drei Spielern. Ich sag wie immer, danke fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. 1000 Likes wären der Überschritt für eine Spieler-Predictions-Folge. Also, haut auf jeden Fall rein. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und eure Vorschläge für eine neue Spieler-Predictions-Folge. Welche drei Spieler wollt ihr als nächstes sehen? Wollt ihr irgendein Verein-Special sehen? Irgendein Jugendspieler-Special? Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Seid ihr mit meinen Bewertungen heute zufrieden? Alles rein damit und lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi.